Ja, moin liebe Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FM24. Ja, die Winterpause ist so gesehen fast vorbei. Wir haben den 1. Januar. Ich habe jetzt doch schon am 1. Januar um 8 Uhr gestartet. Ja, was ist in der Zeit passiert? Punkt 1, wir haben den paar Leute verliehen. Und zwar haben wir. Wer haben wir denn jetzt verliehen? Der Suhunen, der geht. Der geht nach. Wir können mal kurz gucken. Ach ja, unser Standardtrainer ist nach Leverkusen gewechselt. Genau, der geht nach Hansa Rostock. Allerdings als Rotationsspieler. Ist natürlich nicht so schön. Der Andresen geht auch auf Leihbasis zum SVW in Wiesbaden als Stammspieler. Das ist natürlich gut. Außerdem habe ich jetzt mal endlich Sandhausen zeigt Interesse an Öztunali, haben wir hier zum Beispiel. Dann hier wegen Dompe. Erstmal hier Verträge. Da tun wir auch ein paar, ja, Verhandlungen und so weiter. Das sind die Leute, die jetzt demnächst keinen Vertrag mehr haben. Hier Veros zum Beispiel. Ne, aber ja, weiß nicht, vom Marktwert her, ich weiß nicht, ob er kommen würde. Also ne, vom Geld her. Das ist halt immer die Frage, ne? Hansa Rostock, okay. Luka Janisch, genau, den haben wir ja auch auf dem Zettel, ne? Kraft. Dann habe ich jetzt wieder ein Angebot für Nihus abgegeben, aber diesmal für 1,7 Millionen. So, hier steht wieder keine Angebote. Ne, stand erst hier die ganzen Leihangebote für die jeweiligen Leute. Für Kran haben wir auch Angebote bekommen. Dompe bereit für Transfer zu AA Gent. Ein Angebot abgegeben, das sich auf 7 Millionen Euro beläuft. Ich hoffe, dass sie das vielleicht mal machen. Wäre natürlich richtig nice. Ne, wenn wir da jetzt mal ein Angebot kriegen. Ansonsten war jetzt nichts Wildes. So, Suhonen, Andresen, genau, Neil ist da dahin gegangen, der Köhl dahin. Okay. Wichtige Termine, wir haben ein Spiel gegen Ingolstadt, so Meget bietet den Vertrag an. Tepe. Auch 20 Jahre jung, aber ganz ehrlich, brauchen sowieso die Leute eigentlich nicht wirklich, weil wir ja so gesehen das zweite Jahr eigentlich nicht besitzen, ne? Keinen neuen Vertrag anbieten. Ja, den Nemet werde ich sowieso wahrscheinlich nächste Saison abgeben. Vollzeitvertrag, Ade Kuhnle. Weiß ich nicht, ne? Braucht etwas mehr Erfahrung in die erste Mannschaft. Ja. Ja, kann man auch machen. Lewinsky, der Torwart. Jetzt hat die Frage, wer dann im Tor ist, ne? Ja gut, da haben sie drei Keepers, ne? Petrovic, Lewinsky und Niedermeier. Von daher zettelt sich das Problem, ne? Persönliche Angelegenheiten. Was hast du für Probleme? Ich soll hier eigentlich ein Stammspiel sein, aber mein Spiel hat sich diese wieder gespielt. Was ist denn nur los? Beantragt Wechsel. Ja, ist halt der Blöde, ne? Der wird halt nicht so oft eingesetzt, ne? So, der ist auf Transfersliste, okay. Aber wenn du ein Angebot kriegst, ein gutes, dann kann er von mir aus wechseln.
Wir müssen dann halt nur neue Spieler holen, ne? Antragwechsel, Meldephase gestartet. Also erstmal machen wir hier Kaderregistrierung, zack, zack. Auf fortfahren. Wie gesagt, Nihuis haben wir jetzt ein Angebot gemacht für 1,7 Millionen. Wir haben ja auch ein bisschen mehr Geld jetzt. Deswegen, ich bin jetzt mal gespannt wegen Dompe, ob der jetzt endlich mal da, ne? So, zack, zack. Theo Harz, Testspiel. Tor hat er gemacht. Oh, sehr schön. So, die machen ein Angebot für 7,75 Millionen. Potenzieller Wert. Ja, wäre da okay, ne? Nach 10 Spielen. Dann hier 350.000, dann wäre 8. Wir machen mal 8,5 Millionen, komm. Ja, sehr schön. Perfekt. So, der wird auch einen Vertrag angeboten. Nanja. Leipzig macht Angebot für Anning. Nihuis wurde abgelehnt. Machen wir nochmal ein Angebot. Oh. Gucken wir mal. Ja gut, wenn der Adelaide geht, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ersatz. Bukalfa wird wahrscheinlich verliehen. Der Kran wird verliehen. Öztunali, den möchte ich ja gerne verkaufen. Noch den Bukalfa, ja gut, der wird wahrscheinlich dann verliehen, wie gesagt. Moritz Heyer möchte ich auch gerne verkaufen noch. Da kommt ja der Nihuis. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall einen zentralen Mittelfeldspieler. Weil Suhonen ist jetzt auch weg. Müssen wir dann gucken, ne? Dass wir dann so schnell wie möglich einen holen. So, zwei Spieler werden Profis. Ja, Niedermeyer wird Profi. Dann gucken wir mal. Top von der Auswahlliste entfernt. Ja, kann man so machen, ne? Nihuis wurde abgelehnt. So. Wenn die jetzt bei 1,9 Millionen ablehnen, ne? Gehen wir weiter, wenn ich wieder höher ist das, was sie bereit sind zu zahlen. Sprechen davon, zuerst in der aktuellen Lohnkosten senken zu müssen. Okay. Ich würde dann Haier dann so lange leihen, um ehrlich zu sein. So, der geht auf Leihbasis nach Darmstadt. So, Spielbericht erstellen. Ja. So, der hält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Ja, wie gesagt, ne, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal gucken. Oh, keine Angebote für Öztunali. Senken müssen. Ist interessiert. Reis hat sich verletzt, 4 Wochen. Na super, fängt er schon gut an, da er sich verletzt hat. Ja, wegen Haier, da können wir auch noch nächste Mal gucken. Ja, das ist jetzt natürlich bitter, dass der Reis sich verletzt hat. Wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, einen Mittelfeldspieler holen. So, erstmal Spieler in Reichweite, gucken wir uns jetzt mal an. Erstmal Leute, die auf der Transfersliste sind, und zwar im Mittelfeld. So, dann gucken wir uns das Spektakel doch mal an. Taganga haben wir da, das ist aber nicht Mittelfeld. So, jetzt aber. Mats Möller-Deli. Ja, ist jetzt auch nichts Wirkliches dabei, ne?
Also auf der Transfersliste zumindest. Auf Leih gucken wir da mal. Kayo. Ah. Oh, wenn dann schon Leute aus dem Top-Verein, ne? Oh, Sandel. Ach, der Rhein. Den kenne ich auch noch. Können wir ja mal scouten. Sonst noch jemand? Klar, das sind die Leute, die auch dann spielen wollen, ne? Ist klar. So, dann gucken wir beliebig. Ach, ich Depp. Bin auf, nicht auf beliebig gewesen. So. Der Reiz. Ist er jetzt auf der Transfersliste oder was? Steht da nicht, ne? Na gut. Aber 3,1 Millionen, würde mich schon interessieren. Ball oben, der Mittelfeldspieler, Box to Box. Ja, ist halt nicht so gut, ne? Vorgeschobener. Das könnte der. 22 Jahre jung. Wer, warte mal, Adelaide geht, der war vorgeschobener, ne? Hussein, genau, den hatten wir ja geliehen. Finn Becker, wie sieht's bei dem aus? Nicht benötigt, aha. 550k. Kann man nichts falsch machen, ne? Kann man echt nichts falsch machen. Ja. Möchte eine Ausschicksal für international. Machen wir mal ein Angebot. Erstmal mit Laie. Kaufverpflichtung nach absolvierten Spielen 30. Naja, so viel Spiel kann er gar nicht mehr spielen. Also macht keinen Sinn. Ja. Also machen wir Kaufverpflichtung, Kaufoption. 550, vereinbarte Einsatzzeit, Rotation. Ja, mal gucken. Ende der Saison oder sollen wir Ende nächste Saison? Ich bin noch mal überlegen. Da müssen wir so viel Gehalt übernehmen, ne? Ja, das ist auch okay. Ja, ist okay, komm. Wie gesagt, wäre eine Option, ne? Weil Vertrag wäre jetzt auch nicht so viel. Habt ihr ja gesehen, was da stand. Also weniger als wie wir da, ne? Weil oben am Mittelfeldspieler, da wäre auch richtig nice. Allerdings ein bisschen klein, ne? Auch Finn Becker, wie gesagt, ist auf jeden Fall auch schon mal ganz gut. So, der wird ja nicht mehr benötigt. Und das Gute ist, der kann mehrere Positionen bekleiden. Der kann auch hier zur Not spielen. Ne? Kraft hat er zwar 8, aber Drittdeckung 10. Ja, zur Not. Ne? Rocco Reitz, ey, wie gesagt, der interessiert mich auch ein bisschen. Können wir mal gucken. Vom Gehalt her, ja, okay. Ne? Ausstiegsklausel in der Rolle als ballobener Mittelfeldspieler. So, Gehalt wäre weniger, ja. Hätte ich auch. Ja, wie gesagt, ne, Box-to-Box ist halt nicht so stark. Aber nur wegen Abschluss und Weitschüsse. Müsste man den echt trainieren. Ansonsten vorgeschobener Spielmacher wäre auch, glaube ich, noch ganz nice. Ja, von den Werten her auf jeden Fall. Aber ist halt 3,1 Millionen, ne? Da müsste erstmal der Adelaide gehen. So, wem haben wir denn noch?
Oscar. Boah, ich brauche jemanden für Box to Box, ey. Aber der ist richtig gut als vorgeschobener Spielmacher, ey. Teamwork ist halt 10, ne? Ach ja, Zielstrebigkeit habe ich jetzt gar nicht geguckt, ne? Ach, 15, ja, das ist gut. Der Reiz, 16, auch gut. Hussein, wie gesagt. Lindhorst. Ich brauche immer von Box zu Box, ey. N20 Ondur. Defensiver Mittelfeldspieler. Gute Führungsqualitäten, 12, ne? Der Reiz, 8. Becker hat 7. Helgason. Krembicki. Jahre alt ist er. Ja. Dann haben wir das schon mal. Wer ist auf der Leihliste? Puerta. Oh, interessant. Box-to-Box-Erstellungsspiel sah halt nicht gut, ne? 21 Jahre jung, ey. Ich brauche jemanden, der Box-to-Box kann, ey. Bombardi. 19 Jahre. Kretzig. Ja, der ist eher linker Verteidiger, wenn dann, ne? Sucic. Warum kann keiner Box-to-Box? Wollt ihr mich verarschen oder was? So, Dardai. Kozlowski. Jankewitz. Ohne Ball 8, Dribbling 10. Osawe. Berner. Der Walz. Wie gesagt, ich suche jemanden, der Box-to-Box kann. Der könnte noch Aggressivität 9. Welch? Tom Bischoff. Ab 19 Jahre jung, ey. Ja, auf jeden Fall gut, ne? Allerdings am meisten hier. Antizipation 10 zwar, aber, ne? Ngom. Mittelfeldspieler zentral, ja. Ach, hier steht doch Rolle. Box to Box. Da haben wir doch. Ja, aber sind kaum welche dabei, ne?
Ah, das ist natürlich blöd. Das ist blöd, das ist blöd. So, gucken wir hier. Guidotti, ne? Aber. Oh, da sind alle die Box-to-Box, ne? Ja, der wäre gut. Kann man den sich ausleihen? Ja, Millionen, das kannst du in eine Tonne kloppen. Kann man nicht. Haben die denn Bock? Ja, aber nur hier das hier können wir nicht machen. Kaufverpflichtung können wir auch nicht. Nee, wollen sie da nicht. Ja, Aaronson, ne? Könnte man auch noch machen. Hugo Larsson, ah, okay. Oswald. Geht so, ne? Lubicic. Racic, Rotationsspieler. Der wäre gut. Der wäre richtig nice. Der wäre wirklich gut. Ach so, ist nicht interessiert. Ja gut, dann würde ich aber den trotzdem mal auf Auswahlliste packen. Weil der ist gut. Rajic Nussbaumer. Hat sogar keinen Vertrag nächste Saison. Bis 25 hat er nur. Adrian Beck. Schlüsselspieler ist er. Ah, nee. Nee, nee. Ätzner. Kraft 8. Peter van Ooyen. Benquin. Suazerda. Wenn er nicht so viel verdienen würde, ne? Alexander Siebeck. Wanizek. Ja, Box zu Box ist schwierig, ne, zur Zeit, ey. Da finde ich jetzt gerade nichts. Gehen wir mal weiter. Hamburger Angebot Becker wurde akzeptiert, okay. So, Rotationsspieler ist okay, sofort, ja. Vorgeschobener Spielmacher. Ja, ist doch perfekt. Hatte ich eh vor. So, hier gehen wir mal ein bisschen runter. 3 Jahre, Ausstiegsklausel, nein.
Machen wir hier mal ein bisschen höher. Zack, zack, zack. Vorlagenprämie. Oh, perfekt. Alles klar, dann haben wir das auch schon mal. So. Trainerlehrgang. Oh, Trainingswoche. Langer Dienstvertrag bis 26, ne? Ja. Oh, Absicht mit Quedraogo, verlangt Transfer. Oh, die haben eine Leihe angefragt. Ah, okay. Ratenzahlung. Kaufverpflichtung nach absolvierten Spielen 3,3 Millionen, jeweils 1,4 Millionen. Ja, also wird ein bisschen höher gehen. Auf 4 oder 4,5. 3, 3, 6. Dann machen wir 4. Dann machen wir 3, 8. Na gut. So, Darmstadt macht Angebot für Euschen. Was geben die denn? Der hat einen Marktwert von 240.000, ne? Nö. Wurde abgelehnt. Warum jetzt schon wieder, ey? Die lehnen aber dauerhaft ab, ey. So, mit Moritz Heyer, da gucken wir nochmal. Ah, war eigentlich ein gutes Angebot, ne? Bitter, ey. Wir machen nochmal. Ja? War eine Leihe mit Kaufpflicht, ey. 3,5 Millionen, ey. Na. Haben wir leider abgelehnt, ey. Ist natürlich blöd jetzt, aber mal gucken. Ne? Vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Angebot. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, mit Reiz, ey, hätte ich auch schon Bock, ne? Aber da mache ich jetzt kein Angebot, weil, wenn, dann muss erstmal Adelaide gehen. So, die haben 1-1 gespielt. Andresen hat 90 Minuten beim Testspiel gespielt. Sehr schön. Oh, 19? Ah, ja. Ist ja auch mal was. So, was haben unsere Jungs gemacht? 3-1 haben die gewonnen. Der hat auch gespielt, hat sogar ein Tor geschossen. Ja, und ach so, hier, 2-4 haben wir gewonnen. Öztunali, Königsdörfer, Rodriguez und Benisch. Gucken wir doch mal. Gucken wir mal uns die Tore mal an. Machen wir mal Spieltempo. Zack. Sehr schön.
Ja, jetzt kommen die Tore von uns. Nochmal. Königsdörfer, sehr schön. Aber sehr, auch gut. Ja, der Benisch, ne, aus der zweiten Reihe immer. Der macht die Buden aus der zweiten Reihe. So, Lorient macht an. Ja, 2,4 Millionen, also. Pff. Ja. Der geht nach Rostock, sehr gut. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall einen Spieler uns holen. Das steht schon mal außer Frage, ne? Casius. Ja, ich glaube, mit dem Nio es wird nichts mehr. Ne, wir brauchen aber, wie gesagt, ne, so lange wie der Adelaide immer noch bei uns ist, ne, müssen wir gucken. Ritchie ist nämlich auch kein Box-to-Box, ey. Das ist halt der Blöde. Nanja wird Profi. Was wir halt machen könnten, wäre machen wir nochmal Transfer-Room, aber Leihangebot halt. Vielleicht will den ja jemand leihen. Genau, so. Dann machen wir das mal so. Vielleicht haben wir da mehr Glück. So, Rodriguez, 1 bis 3 Tage, verletzt, hat eine Krankheit. So, Scouting-Fokus. Wolfe. Das sind jetzt alles Linksverteidiger, ne? Oder? Ja, sieht auf jeden Fall so aus, ne? Ja, das sind alles Linksverteidiger. Ich brauche mal einen zentralen Mittelfeldspieler mal. So, Genua macht auch Angebot für ihn. So, der bleibt bei uns, der auch. Der geht nach Dings. Ja, Niho ist 2,2 Millionen, ey. Aber so lange, wie wir keinen Dings haben jetzt, ne? Bei Adelaide ist immer noch so unsicher, ne? Da kam bis jetzt noch nichts. Ne? Ich will das wenigstens vom Tisch haben jetzt. So, endlich. Der wechselt. Sehr gut. No, akzeptieren. Oh, skeptisch ist er. So. Da müssen wir halt noch warten. Und dann gucken wir in der nächsten Folge. Jetzt geht er ja. Jetzt ist es ja safe. Und wir haben auch viel, wir haben auch so gesehen Dings, ne? Würde ich sagen. Für wie viel kam der nach uns? Ablösefrei. Ja, siehst du, guck mal, besser geht's nicht. Ey, und dann kriegen wir jetzt so viel Geld. Ja, er hält 15% der Summe. Jetzt noch den weiteren 1, ach du Grüne. Ja, komm. Dann ist es so. So, Haya. Ja, ist okay, komm. 20%. Ja, komm. Nehmen wir an. Kran hat gespielt beim Testspiel, hat sogar eine Torvorlage gemacht. Andresen hat auch gespielt beim 1:3-Sieg gegen Düsseldorf, die zweite. Sehr schön. Ja. Jetzt müssen wir halt gucken. Jetzt ist halt die Sache, wir haben Geld. Das steht außer Frage. In der nächsten Folge werden wir das Geld einsetzen. Wir müssen, der Bäcker kommt ja wahrscheinlich, ne, das ist ja so gesehen safe.
Aber wir brauchen noch ein Box-to-Box. Für jeden einen Ersatz. Ne? Dementsprechend, da können wir uns auch jemanden leihen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich würde eigentlich auch den Nihuis gerne holen. Weil wenn der Haier jetzt wirklich wechselt, dann brauchen wir den Nihuis unbedingt. Oder wir finden noch einen ballerobenden Mittelfeldspieler. Der wäre zum Beispiel der, wie hieß der nochmal? Der von Gladbach. Wäre da zum Beispiel eine Alternative. Aber wir gucken. Das machen wir alles in der nächsten Folge, liebe Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann da. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.